Hallo, ihr Landratten und herzlich willkommen zu einem weiteren Seemannsgarn. The King of Seas, zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das Video gefällt, ihr Landratten, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Seemannsgarn. Ja, und damit ahoi! Ich merke gerade, ich habe nur zwei Fähigkeiten. Wahrscheinlich, weil ich nur zwei ausrüsten kann zurzeit. Was würde ich denn lieber haben? Damit kann ich die halt verlangsamen, die Gegner. Das ist eine Technik, die kann ich eh nicht austauschen. Aber ich kann das Feuer gegen das Plündern austauschen. Ich würde mal gerne einmal jetzt gucken. Greife den nächsten Gegner an. Die gegnerische Crew erleidet pro Sekunde Schaden. Solange sich Schiffe nahe sind, außerdem verdienst du Gold. Aber das hier macht halt viel Schaden pro Sekunde. Wisst ihr was? Solange ich schwache Gegner habe, behalte ich das Plündern. Und wenn ich sehe, ich habe einen starken Gegner, gehe ich aufs Flammenmeer. Wir hatten Nebenquesten noch. Zwei davon. Eine war, glaube ich, sogar recht nah. Die hier war's. Nein. Abbrechen. Nicht. In der Richtung müsste... Ich habe die Taste schon wieder verwechselt. In der Richtung müsste es sein. Und ich habe auf jeden Fall jetzt beim letzten Mal gelernt, ich muss aufpassen, dass da nicht so viele Marineschiffe sind. Wenn Marineschiffe da sind, dann sollte ich es tunlichst vermeiden, da irgendwie hinzugehen. So, hier glitzert was. Grabt mir was aus. Schwere Kanonen, sind die nützlich? Ich glaube nicht. Doch, die haben einen einzigen Angriff mehr. So, ich brauche 6 Reparaturkits für die Nebenquest. Es ist hier noch ein kleiner Weg. Da ist ein kleiner Andockhafen. Da ist wieder was zum Mitnehmen. Und ich glaube, gleich kommt mein Untergang, weil ich spüre, ist in meinen Knochen, Männer. Da zieht ein Sturm auf. Rubine! Und noch ein paar Reparaturkits. Ich glaube, die letzten zwei kann ich einfach kaufen. Ja, ich will in die Stadt. Ich will dir nichts, keine Sorge. Irgendwie krache ich gegen jeden Hafen. Aber wie cool mein Schiff mittlerweile aussieht. Wir könnten eine bessere Galionsfigur kaufen. Ich würde auch die tödliche nehmen statt der anderen. Aber erstmal das Wichtigste überhaupt. Markt. 2 Reparaturkits. Rentiert sich. So, Mission erfüllt. Ich habe immer noch Plus gemacht. Und die Crew ist auf jeden Fall besser. So. Ich kann das heute gut verkaufen, endlich. So, 27 Tonnen. So, ist hier irgendwas, das ich noch billig kaufen kann? Der Rum kostet hier gerade nicht so viel. Ich würde gerne auch ein bisschen Medizin kaufen. Wieder so 5 Stück. Ich kaufe auch mal 2 Bonbons. So, und 10-mal Rum. Und dann verkaufe ich mal so 34 von den Pelikan-Eiern. Und irgendwie geht gerade, glaube ich, die Welt neben mir unter. Ich kann Piraten anheuern. Jawohl, wir haben mehr Leute. Okay, hier haben wir eine richtig gute Galionsfigur, die wir uns holen können. Die nehmen wir auch. Nebenquesten lese ich jetzt nicht mehr vor, weil das nicht so besonders ist. Halt nur, um was zu sammeln. Ist hier sonst noch irgendwas? Da, nee. 12 Rubine klingen zwar gut. Und ja, für die Rubine kommen. Nehme ich sie zumindest an.
Ja, das andere ist XP. Und hier 36 Tonnen an Pelikan-Eier. Natürlich nehme ich das. So. Kann ich mir hier noch was kaufen? Ich kann mir hier einen Tischler holen. Einen Haiangriff. Das ist wieder so eine spezielle Fähigkeit. Damit habe ich eine dritte Fähigkeit. So. Missionen. Erstmal gucken, ist eine von denen in der Nähe? Herrliche Fracht ist in der Nähe. Was ist denn das für eine Quest? Ach so, das ist das Schiff, das ich geleiten soll. Ja, warum nicht? Sind doch nur ein paar Meter. Und es geht halt von dem Sturm auch noch weg. Den Turm kann ich mir zurzeit eh nicht leisten. Das ist jetzt cool. Jetzt habe ich halt wirklich drei von vier Fähigkeiten. Das ist wunderbar. So, ein bisschen Beute. Oder waren das Fische? Ich kann die Haie jetzt gezielt einfach losschicken, oder wie? Ich würde das jetzt schon gerne ausprobieren. Machen wir, nachdem wir das Schiff hier fertig eskortiert haben und einen einzelnen Gegner vor allem vor uns haben. Karte kann ich mir eh nicht leisten. Ist das ein Vulkan? Daneben mir? Nee. Ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe beim letzten Part, weil ich gerade hier die zweite Folge am Stück aufnehme. Beim letzten Mal bin ich an einem Vulkan vorbeigefahren. Und der ist auch tatsächlich ausgebrochen. Das hätte schief gehen können mit dem Vulkan. So, langsam. Wir wollen nicht wieder in den Hafen krachen. War das nicht die richtige Stadt? Also ich gucke so oder so. Reparieren, ein kleines bisschen. Stimmt, ich habe keine Reparaturkits, fällt mir ein. So, sollte ich dich nicht genau hier hinbringen? Ja, sollte ich. So, Mission erfüllt. Ich glaube, ab sofort lasse ich aber so Nebenquesten raus bei den Videos. Außer ihr wollt sie unbedingt. Schreibt mir das dann rein. Aber für die Rubine hat sich gelohnt. Die Kugel, die würde ich eigentlich sofort wieder verkaufen. So. Was ist denn unsere Hauptquest? Wo liegt die denn? Oh, das wird schlimm. Das liegt halt genau daneben. Na gut, der Kartograf. Das war die falsche Taste. So, und solange nichts Spannendes unterwegs passiert, sehen wir uns erst dort. Johoho, 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 johoho. Johoho, 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 johoho. Ich würde ja ein richtiges Lied singen, aber ich kann den Text nicht ganz. Ah, okay, der will uns jetzt bekämpfen und vor allen Dingen wird er angegriffen. Haiangriff. Oh, der Haiangriff, der sieht ja cool aus. Wir wurden hier nämlich gerade von einer Marine angegriffen. Ich sollte vielleicht auch mal schießen. X. Plündert sie. Und jetzt wechsle ich euch. Nein, ich kann es nicht während einem Gefecht öffnen. Los, mein Hai. Die machen wir fertig, Männer. So, Postschuss! Ein Schuss noch! Jawohl! An die Reparaturen! So.
Okay, wir haben fertig repariert. Zumindest konnte ich euch jetzt mal den Haiangriff zeigen. Verstärkte schwere Kanonen? Hat ein bisschen mehr Angriff. Oh, ich sehe gerade, wir können Talente vergeben. Schaden durch Fähigkeiten erhöhen. Navigationsgeschwindigkeit, die will ich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall schneller segeln. Ja, Leute. Jetzt darf ich erstmal wieder segeln. Oh, jetzt weiß ich, warum wir auch segeln müssen. Okay, Leute, hier ist der Kartograf. Wir haben den Leuchtturm erreicht. Ich habe unterwegs gemerkt, dass die Haie übrigens extremst stark sind. Grüß dich. Ich bin der offizielle Kartograf des Königreichs der Meere. Oberhaupt der königlichen Wissenschaftler. Dein Gesicht erinnert mich an jemanden. Egal. Ich habe seit Monaten keine Piraten auf meinen Expeditionen getroffen. Heute bin ich sehr beschäftigt. Es gab große Unruhen im Königreich. Was ist passiert? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich war seit Wochen in meinem Außenposten und studierte die Inselgruppen dort. Im Übrigen habe ich noch nie so viele Speerschiffe der königlichen Marine in diesen Gewässern gesehen. Speerschiffe? Sie haben das gesamte Gebiet patrouilliert. Obgleich sie die meiste Zeit, in der sie im Hafen vor Anker lagen, wohl in irgendeiner Kneipe getrunken haben. So, kriege ich jetzt eine Karte von ihr. Kapitän Morgan, kannst du mich hören? Nichts braucht was vom Battle. Außer, dass die Matrosen ihre Zeit gerne in Kneipen verbringen. Also müssen wir die königliche Marine folgen. Die Kneipe ist dein nächstes Ziel. Ich schlage vor, du sprichst mit Greg, einem Barmann in einem nahegelegenen Hafen. Er hat vielleicht etwas Brauchbares gesehen oder gehört. Ich kenne ihn gut. Er ist ein Großmaul. Ich habe einen Plan. Wie du ihn rausbekommst, Luki, bring ihm eine Flasche Rum von 782 mit. Ein ausgezeichneter Jahrgang. Du findest sie in deinem Frachtraum und bitte achte darauf, dass dich niemand erkennt. Ich versuche darauf zu achten. Ich wollte aber schon eigentlich eine Karte. Darf ich jetzt noch eine haben? Oder ist sie wieder zu teuer? Ich habe eine Karte gekauft. Glaube ich. Hier in der Nähe sieht man schon, dass da ein Vulkan ist. Auf diese Vulkane muss man aufpassen. Die sind mega gefährlich. Okay, hier ist eine Stadt direkt neben uns. Keine Ahnung, wo das ist. Das war die falsche Taste. Da ist eine Kiste zum Mitnehmen. Ein bisschen XP und 7 Holz. Kann man verkaufen. Das Dumme ist, wir haben halt genau Gegenwind. Habe ich eine Nebenquest, die da in der Nähe ist? Nö. Achtung, wegen dem Vulkan. Der ist mordsgefährlich. So, ich würde gerne einmal hier in die Stadt rein. Vielleicht kann ich auch was verkaufen. Ich kann auf jeden Fall, ja, einmal reparieren. Bei den Kanonen kann ich richtig viel verkaufen. Nee. Und die Kanonen, die ich dort kaufen kann, sind auch nicht so gut. Ja, die Abgrundkugeln können weg. Okay, das Plündern ist übrigens nicht ganz so gut, wie ich dachte.
Ja, die verfluchte Poseidon-Crew, die würde mir jetzt nicht so viel bringen. Das Tintenfischsegel kam weg. Wir haben schon ein gutes Achterdeck. Die Galeonsfigur muss jetzt nicht sein. Die Hähnchencoin lassen sich gut verkaufen. Und ich kann hier gut Reparaturkits kaufen. Kaufe ich mir direkt 20, weil die sind wichtig. So, Holz ist hier billig. Kaufe ich mal also 20 Tonnen. Und ich kaufe mir auch wieder 5 Medizin. So, natürlich True. Die verrecken halt unterwegs. Unter den Questen ist jetzt nichts wirklich bei. Außer hier, da könnte ich halt richtig viel Holz bei rausholen. Das ist auch noch direkt nebenan, also kann ich es ruhig machen. So, der Rest ist ziemlich... die sind alle in einer Reihe. Das ist ja geschenktes Geld. Ich wollte eigentlich nur die eine annehmen, dann habe ich gesehen, dass die alle in einer Reihe sind. So. Glänzende Abzeichen würde ich jetzt aber nicht annehmen. Ja. Ich mache mal eben kurz die Nebenquesten. Ja, Leute. Ich habe jetzt die Nebenquesten da unten erfüllt, habe jetzt ein bisschen Geld dadurch gemacht. Und bin jetzt knapp vor dem Ort, wo wir hin sollen. Nach Ozeansong. Ja. Und ich habe das Plündern gegen das Flammenmeer wieder ausgetauscht, weil das tatsächlich nicht so gut ist, das Plündern. Man kriegt ein bisschen Geld, aber das war's auch schon. Bitte, Alter, an. Bist du Greg? Ja, da bin ich. Ist das ein 782er rum? Oh, was willst du dafür? Was kannst du mir darüber erzählen, was in der Hauptstadt los ist? Ich hörte Gerüchte. Erst vor ein paar Stunden habe ich ein Gespräch zweier Offiziere der Königlichen Marine mitgehört. Sie sagten etwas, aber neue Befehle eines Kommandanten. Ach, über. Da war Dreck auf meinem PC gerade. Sie klangen sehr verärgert. Vielleicht ist es eine wichtige Mission. Das Schiff sollte nicht weit weg sein. Ich hörte, sie müssten noch immer das Gebiet patrouillieren. Ich werde es finden. Du schaust ja aus wie ein ganz heller. Die Kneipen sind volle Leute, die einen Haufen Geld für die Dienste eines Piratenkapitäns für dir ausgeben würden. Sie haben bestimmt Wünsche, die Königliche Marine nicht erfüllen kann. Komm wieder, falls du Arbeit brauchst. Ja, ich glaube, hier war ich schon mal einkaufen, aber... Ich kann ja mal generell gucken. Ich habe wieder ein bisschen Material gesammelt. Was hast du schon rausgefunden, Luki? Ein Schiff der Königlichen Marine lief gerade aus dem Hafen aus. Greg hörte die Crew über sehr wichtige Befehle des Führungsstabs reden. Du musst herausfinden, was vor sich geht. Ich habe das Schiff ausgespäht. Es ist ein sehr schlagkräftiges. Man muss ein qualifizierter Kapitän mit viel Erfahrung sein, wenn man im Kampf eine Chance haben will. Verstanden. Also, perfekt für mich. Ich habe übrigens auch noch einen Talentpunkt, den ich gleich ausgebe. Okay, in der Kneipe kann ich nichts holen. Ich kann Medizin gewinnbringend verkaufen. Ja... Billig einkaufen kann ich nicht, außer das Holz. Aber von denen habe ich schon richtig viele Tonnen. Ich habe auch in der Kiste unterwegs Bonbons gefunden. Mein Frachtraum ist auch übervoll. Also ich müsste eigentlich sogar noch was loswerden. Komm hier, nimm den rum. So, reparieren muss ich nichts. Eine neue Fähigkeit gibt es hier nicht. Aber es gibt eine bessere Crew. Ich habe auch unterwegs so eine Wahlcrew eingesammelt.
So, das verstärkte Segel kam weg. Ich habe endlich eine neue Galeonsfigur auch unterwegs bei der Nebenquest bekommen. Und mal ganz ehrlich, plündern verkaufe ich, das ist schlecht. Das Plündern bringt tatsächlich null. Man kriegt kaum Geld und es macht keinen Schaden. So, wo ist der? Ah, in der Richtung. Keine Sorge, ich fahre nicht gegen den Hafen. Touristenschiffe angreifen bringt mir auch nicht viel, die haben nicht viel Material dabei. Außerdem greife ich nicht an, während es neben der Stadt ist. Das wäre Selbstmord. Ich sollte mal generell so ein bisschen auch mal was in die Bank tun. Ich tue mal 15 Reparaturkits mal in die Bank. Und auch mal ein bisschen Holz, weil das sind Sachen, die man tatsächlich braucht. So, auf dem Markt, was kann man verkaufen? Nix. Ich könnte Rubine einkaufen, muss aber nicht sein. Meine Crew ist vollständig. Und wirklich gute Jobs gibt es hier nicht. Wo ist denn der jetzt? Noch ein bisschen weiter runter. Da ist eine Kiste, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ist immer was zum Verkaufen drin. Okay, los, mein Hai. Bin ich versenkt worden? Nee. Au! Oh Gott. Zu ihm drehen und Feuermarsch! Los, meine Haie! Oh, dieser Feuerball, der ist ja dreckig. Und ich bin jetzt wieder unten bei Pirates Den. War es nicht hier, wo man sich ein besseres Schiff holen konnte? Ja. 50.000 kostet das aber, das erste. Ich hätte allein schon irgendwas mit viel mehr Frachtraum. Ich müsste mal echt auf so eine Brick sparen. Weil die Brick, die hat 24 Kanonen. Und hat auch die höchste Geschwindigkeit hier. Also abgesehen von der, von dem zweiten Master. Die hat aber nicht so viel Fracht. Also ich würde sagen, das ist das beste Schiff, was ich mir holen kann. Also momentan kann ich mir noch keins holen, aber die Brick ist das, was ich gerne hätte. So, natürlich einmal auf den Markt gucken. Oh, die Hähnchenkeulen kann ich gut verkaufen. Die Reparaturkits, die würde ich eigentlich gerne behalten. Weil die braucht man. Und Holz ist hier mega billig. Ich kaufe mir einmal den Frachtraum voll. Das kostet hier nur 10. Ich kaufe den Markt leer. Und ich kann egal von wo aus hier offenbar die Fracht einfach von so mitnehmen. Also ich kann ruhig alles in die Bank schmeißen. Abgesehen von den Reparaturkits. Ist auch mir wirklich egal. Also was ich nicht brauche, kommt in die Bank. Bis ich es gewinnbringend verkaufen kann. Reparaturkits behalte ich mir immer 20 bei. So, und wie gesagt, das ist gerade billig, also gebt mir den ganzen Marktbestand. Wann sind die Einheitskosten umgesprungen? Okay, ab hier springen sie um. Ich habe jetzt richtig viel Holz, das ich irgendwann richtig gut verkaufen kann.
Also 124 Tonnen Holz. Irgendwann werde ich die ja wohl gewinnbringend verkaufen. Naja. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Seemannsgarn.